Industriemeister Logistik. Was solltest du darüber wissen? Darüber sprechen wir mit einem Profi, mit dem René. Viel Spaß beim Video. Ja, heute haben wir einen René hier und wir wollen ein bisschen über Industriemeister Logistik quatschen. Und wenn jetzt da draußen so ein Zuschauer ist, der sagt, Industriemeister Logistik, ja, es gibt Industriemeister Metall, Elektrotechnik, Logistik, Lebensmittel, es gibt so viele Fachrichtungen. Vielleicht mal die Frage an dich, was macht denn eigentlich so ein Industriemeister Logistik da draußen in der Welt? Wofür gibt es den denn eigentlich? Ja, das ist natürlich eine sehr gute und berechtigte Frage. Der Logistikmeister als solches ist natürlich dafür verantwortlich, dass er die gewerblichen Mitarbeiter plant, steuert, führt und natürlich unternehmensgerecht einsetzt. Er führt fernerhin natürlich auch eine sehr enge Koordination mit den Lieferanten, die wir im Unternehmen so haben, aber auch natürlich mit den ganzen Warenempfängern. Und da ist vor allen Dingen halt das Interessante dahinter, dass wir mittlerweile dadurch, dass die Logistik so stark gewachsen ist und wir auch ein Exportland sind in Deutschland, dass wir es natürlich auch über den deutschen Grenzen hinaus vornehmen. Also vor allen Dingen ist im Logistikteil auch oder bei dem Logistikmeister ein großer Bestandteil das Themengebiet der Zoll. Also was haben wir dahingehend zu beachten, was haben wir da für Regularien, mit welchen Gesetzen müssen wir uns auseinandersetzen, und das ist halt schon recht umfänglich, aber es ist halt auf jeden Fall auch anspruchsvoll und das ist halt so der Reiz dahinter. Das heißt, man hat ja mit Logistik eigentlich immer so LKWs und sowas im Hinterkopf, wenn man so an Logistik denkt. Das heißt, hier haben wir es aber innerhalb eines Betriebes, eines Industriebetriebs mit der ganzen Logistik zu tun, aber auch wenn ein Unternehmen Sachen verschickt. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, genau, Sepp. Und vor allen Dingen möchte ich auch dahingehend ergänzen wollen, dass wir natürlich nicht nur mit dem Verkehrsträger LKW arbeiten, sondern natürlich auch mit vielen weiteren verschiedenen Verkehrsträgern, wie zum Beispiel mit der Eisenbahn oder dem Schiff, egal ob wir da jetzt im Bereich des Binnengewässers unterwegs sind oder aber natürlich auch auf den Ozeanen, auf den Weltmeeren, wo es ja natürlich auch um beispielsweise den Containerversand geht. Und da gibt es auch ganz viele Themen zu beachten. Wie wird so ein Container gestaut? Was hast du da wieder für Regularien? Export spielt da natürlich mit rein. Wie meldest du diesen Warenverkehr ordnungsgemäß an im Sinne aller Beteiligten und aller, die in dieser Supply Chain beteiligt sind? Ich habe schon gehört, Zoll ist so ein spannendes Thema, was nicht so ganz einfach sein soll. Ne? Vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, was ist so Inhalt bei der Ausbildung zum Industriemeister? Genau, der Inhalt ist, dass wie auch bei den anderen Industriemeistern, dass wir erstmal den Ausbilderschein benötigen, also die Eignung nach Ausbilder, also den AEVO-Schein. Dann brauchen wir natürlich auch die Basisqualifikation. Auch da ist natürlich die, ich denke mal, das ist soweit vertretbar, die schwerste Hürde NTG. Auch wir im Bereich der Logistik müssen diese Hürde nehmen, aber mit uns, der Bildungsfabrik, ist das kein Thema und sollte auf jeden Fall umzusetzen sein, weil du hast wirklich ein echt starkes und gutes Trainerteam an der Hand, was dich erfolgreich durch die Prüfung begleitet und dich erfolgreich durch die Prüfung führen wird. Ja, zudem muss man sagen, bei NTG, die Logistiker haben ein bisschen einfachere Prüfung und wir trainieren alle Kunden auf das hohe Niveau. Das heißt, die Logistiker haben es dann im Endeffekt sogar ein bisschen leichter, weil die einfach auf das Metallerniveau trainiert wurden. Ja. Okay, Logistik, welche Zulassungsvoraussetzungen braucht man denn? Also man kann ja auch mit Berufserfahrung als Quereinsteiger da rein. Aber so die klassischen, was sind so klassische Berufe, wo man sagt, wenn das einer lernt, dann macht es Sinn, wenn man eine Weiterbildung macht, Industriemeister Logistik zu machen? Ja, die typischen Kandidaten, die dafür natürlich in Frage kommen, sind die Leute mit dem Berufsabschluss des Fachlageristen oder der Fachlageristin oder natürlich auch mit der dreijährigen Ausbildung mit der Fachkraft zur Lagerlogistik. Der Unterschied ist, dass wir bei der Fachkraft für Lagerlogistik bereits ein Jahr kaufmännisch mit drin haben, bei den Fachlageristen nicht. Aber auch das ist kein Problem. Auch das werden wir hier kompensieren bei der Bildungsfabrik und können das Ganze auffangen und die Teilnehmer dahingehend fit machen, dass sie auch sich da bewähren können. Das eine ist eine zweijährige Ausbildung, ne? Genau. Ja. Welche ist jetzt nochmal zweijährig, welche ist dreijährig? Die Ausbildung zur Fachlageristin oder Fachlagerist ist 2 Jahre und die Ausbildung zum Fachkraft für Lagerlogistik ist 3 Jahre. Wenn wir jetzt mal an so Unternehmen denken da draußen, in Deutschland kennen wir ja ein paar Unternehmen, was sind denn so die großen Logistikunternehmen, kannst du vielleicht so 3, 4 mal aufzählen, dass wenn ein Zuschauer vielleicht in einem dieser Unternehmen arbeitet, sagt, ey, da komme ich ja her, das ist ja genau Logistikthema. Was ist denn in Deutschland so klassisch Logistik?
Genau, also der klassische oder das größte Logistikunternehmen, was wir in Deutschland haben, ist definitiv Kühne & Nagel. Kühne & Nagel ist der größte, wir sprechen im Bereich der Logistik davon, der größte Kontraktlogistikdienstanbieter. Das bedeutet, dass das Unternehmen die Logistikdienstleistung für andere Unternehmen umsetzt und diese ja so gut und so effizient wie möglich am Markt gebracht hat und für die großen Player wie beispielsweise Siemens oder auch Mercedes oder auch Airbus hier in Deutschland abwickelt und umsetzt. Im Übrigen ganz interessant, ich habe das die Tage, ich will gar nicht sagen gelesen, das stimmt nicht, das war ein TikTok. Das war ein TikTok. Man muss immer aufpassen, was im Internet so kommt. Wie wahrheitsgemäß das ist, aber da haben sie gezeigt, die reichsten Deutschen in Deutschland. Und der Herr Kühne, das ist der reichste Deutsche, zumindest mal laut TikTok. Laut TikTok ist Herr Kühne der reichste Deutsche. Und ja, der hat ein Logistikunternehmen. Sehr krass, ja. Ich bin mir gerade unsicher, ob wir einen Kunden haben, der bei Kühne & Nagel arbeitet. Ich meine, ja, bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, die eine Kundin, die war da. Also auf jeden Fall haben, wir haben jetzt gerade einen in der HQ Elektrotechnik. Der Vornamen kann ich schon sagen, ist der Christian. Der Christian arbeitet bei Amazon. Ja, Amazon auch Classic Logistik. Ne? Aber es ist halt für viele Firmen sehr interessant, weil auch wenn wir gerade an Automobilindustrie denken, dieses Just-in-Time-Beliefern super wichtig. Wenn da die Logistik nicht funktioniert, ist natürlich echt doof, ne? Echt tragisch. Was mir so aufgefallen ist, ich kann das ja mal einblenden hier, ist so, wo sitzen unsere Kunden? Ja, es gibt diese Deutschlandkarte, da haben wir so Stecknadeln gemacht. Wo sitzen unsere Kunden? Ja, die gehen von Norddeutschland bis Süddeutschland, auch Österreich und Schweiz. Aber da gibt es so ein riesengroßer Fleck, der nicht nur was mit Logistik zu tun hat, sondern Allgemeinindustriemeister. Und das ist der Osten. Und du kommst ja da oben aus der Ecke Schwerin. Der Osten ist ja da eigentlich so ganz nah bei dir. Was ist denn los da bei euch im Osten? Wo sind denn die Kunden? Was ist denn los da? Ja, ich finde es tatsächlich auch ein bisschen schade, dass wir dahingehend noch nicht so viele Teilnehmer aus meinem Heimatbereich oder aus meiner Heimatregion akquirieren konnten. Es ist natürlich auch vieles tatsächlich noch so ein bisschen der Geschichte geschuldet, dass es wirklich halt so ist, dass die großen Industrieunternehmen natürlich halt in den alten Bundesländern unterwegs sind. Wir sind jetzt aber echt am Wachsen und wir haben gerade so das letzte Jahrzehnt doch einen sehr großen und auch positiven Zuwachs von Industrieunternehmen wahrgenommen und vor allen Dingen haben wir jetzt auch mittlerweile unsere Hausaufgaben gemacht und haben auch beispielsweise gute Rahmenbedingungen geschaffen, wie zum Beispiel den Ausbau einfach eines der BABs, also der Autobahnen und haben dahingehend ja auch Veränderungen angetrieben, sodass wir vernünftige Rahmenbedingungen für die großen Player in der deutschen Wirtschaft geschaffen haben. Also das heißt, auch da werden mehr Jobs mit der Zeit kommen und dann wird auch da sicherlich mehr an Kundenzuwachs kommen an der Stelle. Wenn du jetzt an einen Teilnehmer denkst, der bei uns starten möchte oder der den Logistikmeister machen möchte, was würdest du dem mitgeben? Welche Tipps würdest du dem an die Hand geben, jetzt gerade vielleicht auch Besonderheiten, die es bei der Logistik gibt? Wie würdest du dem oder welchen Ratschlag würdest du dem mit auf den Weg geben wollen? Also grundsätzlich bin ich definitiv überzeugt davon, dass der Logistikmeister der richtige Weg ist zur Fortbildung. Warum bin ich davon überzeugt? Weil grundsätzlich der Logistikmeister Erfahrung mitbringen muss aus der Logistik, um überhaupt zu dieser Prüfung nachher zugelassen zu werden. Und das bedeutet, dass wir, wie es der Meister natürlich so innehat, sehr praktisch denken, sehr praktisch orientiert unterwegs sind. Und meine Erfahrungen zeigen, dass vor allen Dingen gerade hinsichtlich der Mitarbeiterführung, dass man dort sehr punkten kann und dass man dahingehend ja, sich wirklich beweisen kann. Und grundsätzlich, wie wir alle Logistiker wissen, ist ja Stillstand Rückentwicklung. Das heißt, es muss immer vorwärts gehen. Und wenn wir den Abschluss oder die Fortbildung zum Logistikmeister wagen, dann haben wir damit auch auf jeden Fall den richtigen Schritt in die richtige Richtung gesetzt. Wir hatten Tage, wir zwei, mit einem Kunden Training-Fachgespräch. Und das war ein angehender Kraftverkehrsmeister, der übrigens bestanden hat. Der hat mich angerufen, Herr Robert, total glücklich. Ist jetzt Kraftverkehrsmeister. Was muss man wissen? Bildungsfabrik, wir machen zwei Dinge. Das eine ist, wir bieten Nachhilfe an. Und das andere ist, wir machen Meisterkurse. Komplette Kurse für Metall, Elektrotechnik, Mechatronik, Logistik, Lebensmittel. Nachhilfe für alle. Das heißt, egal welche Fachrichtung du machst, brauchst du Nachhilfe, kommst du zu uns. Deswegen haben wir auch sehr viel Kontakt mit Industriemeister Kunststoff, Kautschuk, Textil hatten wir schon, Industriemeister Sicherheit, also Chemie, Klaas, wir hatten ja schon Klaas, der Tobias, da gibt es ein Video, Tobias bekommt einen schwarzen Gürtel, Industriemeister Klaas. Jetzt mach ich einen Bogen, ne?
Kraftverkehrsmeister. Und da hatten wir noch einen, den Alex, der hat auch mal Nachhilfe geholt, der hat auch bestanden, der ist auch jetzt Kraftverkehrsmeister. Die beiden sind ja, ich bin Metaller, keine Ahnung, hat man gehört, sehr nah aneinander, sehr artverwandt, obwohl bei denen fällt NTG weg, bei den Kraftverkehrsmeistern. Du bist Profi, was ist denn der Unterschied zwischen Industriemeister, Logistik und Kraftverkehrsmeister? Warum gibt es da zwei Dinge? Ist das sehr nah beieinander oder ist das doch was komplett anderes? Nein, natürlich sind diese Bereiche schon sehr ähnlich und laufen auch relativ parallel. Man muss dazu sagen, dass halt gerade die Bedeutung des Verkehrsträger Lkw die letzten Jahre halt doch sehr stark gestiegen ist und dass man für diesen Teilbereich, weil er halt so gewachsen ist und auch in seiner Komplexität so sich gesteigert hat, dass man da quasi einen eigenen Fachbereich geschaffen hat für die Industriemeister und man den Kraftverkehrsmeister oder den Industriemeister mit Richtung Fachrichtung Kraftverkehrswesen geschaffen hat. Und auch dort spielen halt extrem viele Faktoren mit rein. Das Thema Ladungssicherung, klar, natürlich ist auch das für uns Logistiker kein Fremdwort, aber natürlich braucht man in diesem Bereich halt wirklich die detaillierten Informationen und da kommt es halt wirklich auch aufs Maß drauf an. Und da ist dann halt doch eher der Meister für Kraftverkehr gefragt als der Logistikmeister, weil er wiederum den Fuhrpark unter sich hat, den Fuhrpark leitet und der Logistiker übernimmt dann eher die vorgelagerten Bereiche, wie zum Beispiel die Themen des Wareneingangs, den sogenannten Kernbereich, also den eigentlichen Prozess der Lagerung und sowie auch nachher den des Warenausgangs. Da fällt mir noch was ein. Also ich war bei einer IHK, ich kann den Namen jetzt nicht sagen, wegen öffentlichem Video und so, und dann haben die mich angerufen und haben gesagt, hier ist ein Prüfer ausgefallen, kannst du einspringen als Prüfer? Da sag ich, ja, ist okay, mach ich. Da sag ich, was haben wir denn? Weil Metaller ist gerade nicht dran. Fruchtsaftgetränke. Es geht nur um die Beko-Prüfung. Sag ich, bitte was? Fruchtsaftgetränke. Sag ich, was ist das denn? Ja, da gibt es nur eine Schule und wir sind die Einzigen, die die Prüfung abnehmen. Okay. Und dann hatten wir ja auch noch den Tobias, Industriemeister Klaas. Dann habe ich mich mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Es gibt Industriemeister Holz, Industriemeister Klaas, Industriemeister Sicherheit, also so Security-Gedöns. Also ich sage immer, die IHK macht eine Gelddruckmaschine draus, ne? Weil viele Teile sind gleich, die BQ ist dann gleich, aber es fällt mal einfach weg. Industriemeister Textil, ne? Ja. Auch voll krass, dass es sowas gibt. Also als wir das gemacht haben damals, da gab es ja Metall, Elektro, Mechatronik weiß ich gar nicht, aber es waren so die Klassiker. Was ich noch fragen wollte, du hast eben Fuhrparkleiter genannt. Frage an dich, Industriemeister Kraftverkehr und Logistik, nehmen wir mal beides. Was kann man denn nach dem Industriemeister noch machen? Jetzt hat man den Meister gemacht und sagt, hey, so schwer war das ja gar nicht, ich habe noch Bock, ne? Ich habe noch ein bisschen Energie, die Frau spielt mit, die Kinder spielen mit, die wollen weitermachen. Was können die denn noch machen mit dem Industriemeister? Ja, die können auf jeden Fall ihre frisch erlernten Kenntnisse und Fertigkeiten dahingehend einsetzen, dass sie sich noch jeweils in diversen Teilgebieten einfach nochmal spezialisieren. Wie zum Beispiel, auch da nehme ich gerne das Thema noch mit auf, das Bereich des Imports und Exports, also Zollvorgänge. Wenn wir den Meisterabschluss haben, können wir auch die Fachkraft für Arbeitssicherheit zum Beispiel erwerben. Auch dahingehend kann man sich fortbilden. Aber mit dem Logistikmeister können wir zum Beispiel auch Fahrlehrer für Gabelstapler werden. Auch eine echt coole Sache, vor allen Dingen auch, was vielen Unternehmen natürlich hilft, weil wir müssen ja immer Staplerfahrer ausbilden. Und ja, warum nicht, wenn wir schon Meister sind und quasi die hauptbenötigte Eigenschaft, die wir dafür brauchen, um diesen Fahrlehrer stehen zu können, quasi den Meister, warum dann nicht gleich da noch drauf ansetzen und dann diese Zusatzqualifikation auch noch mit erwerben? Das ist quasi so ein Nebengewerbe, was man da aufmachen kann, um sich ein bisschen Taschengeld zu verdienen. Ja. Ja, sehr cool. Vielleicht hat so der eine oder andere auch so ein bisschen Angst, wenn man so in die Medien ein bisschen guckt und sagt, okay, vielleicht wegen Umwelt und weniger LKWs sollen auf die Straße. Wie ist deine persönliche Einschätzung? Wie wird sich das ganze Thema Logistik entwickeln, um auch hinsichtlich jungen Menschen da eine Perspektive zu bieten, zu sagen, macht es Sinn, jetzt noch den Industriemeister zu lernen? Oder wie ist so deine Einschätzung? Werden wir zukünftig noch den Industriemeister im Bereich Logistik brauchen, trotz der ganzen technischen Entwicklung? Ja, auf jeden Fall, weil letztendlich brauchen wir auch immer Leute, die mit wirklich sehr gutem Fachwissen die gesamten Prozesse, die Neuerungen, die Automatisierung begleiten und diese auch in den Unternehmen durchführen und dahingehend natürlich auch die Mitarbeiter schulen und diese auch motivieren. Von daher auf jeden Fall werden wir definitiv immer brauchen in der Logistik. Sicherlich werden wir so in 10, 15 oder 20 Jahren nicht mehr den Personalsatz haben in der Logistik, wie es jetzt aktuell der Fall ist, weil wir halt schon
gerade jetzt doch sehr viel Automatisierung erreichen in der Logistik und es wird auch noch vieles kommen, weil einfach sich die Techniken oder die Technologie natürlich auch sich weiterentwickelt, genauso wie wir selber jetzt auch, wenn wir den Meister machen. Und grundsätzlich definitiv, also wir werden immer die Meister brauchen, die halt natürlich auch führen und die halt die ganzen Projekte und die Optimierung bei uns in Logistikunternehmen leiten und durchführen. Das heißt, auch da, es gibt keinen Stillstand, es gibt immer eine Weiterentwicklung und der Industriemeister wird in allen Formen nach wie vor gebraucht. Menschen, Systeme müssen entsprechend geführt werden. Ganz genau. Ja, vor allem, wenn du mal überlegst, ne, jetzt wir sind ja auch Privatmenschen, ne, wir sind ja nicht schon Unternehmer oder Arbeitnehmer, sondern Privatmenschen, was wir alles bestellen. Ne? Also Amazon hat ja teilweise in den Medien manchmal nicht ganz so einen guten Ruf gehabt, ne, mit den Arbeitsbedingungen, keine Ahnung. Aber jeder bestellt bei Amazon, ich selber. Ne? Also ich bekenne mich, ich liebe Amazon, heute bestellt, morgen da. Also was gibt's Geileres? Und das wollen Menschen und dafür brauchen wir Logistik. Also ich denke auch, dass das ein Thema ist, was immer, immer, immer weitergeht und immer größer wird und vielleicht irgendwann noch mal so in den Ostteilen von Deutschland. Du hast eben so ein bisschen angesprochen, Automatisierung. Du warst vorher in deinem Job, hast du eine sehr spannende Sache, Anlage mit implementiert. Vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, du musst jetzt nicht die Firma nennen, aber mal erzählen, was dahinter steckt, um auch einfach den Menschen zu zeigen, wie modern eigentlich diese Ausbildung ist und was tolle Themen man damit oder mit welchen Themen man da in Berührung kommt. Ja, Sepp, das ist tatsächlich auch ein sehr interessantes Themengebiet. Und zwar war ich zuletzt tätig gewesen als Key-User für ein sehr großes Projekt in meinem alten Unternehmen. Und zwar ging es da darum, dass wir die Kommissionierung, wenn wir Artikel aus dem Regal nehmen für unsere Kunden, für unsere Warenempfänger, dass dieser Prozessschritt automatisiert läuft. Ihr müsst euch vorstellen, man hat einen ganz großen Würfel. Der Würfel ist gefüllt mit ganz vielen einzelnen Behältern. In jedem Behälter ist eine Sorte an Artikel, natürlich in mehreren Mengen. Und dieses System weiß halt, ja, wann diese Box an welchen Port gehen muss und wann der Kommissionierer, also letztendlich der Mitarbeiter, der an diesem Port steht, den Artikel rausnehmen muss, aus welchem Fach, in welcher Menge, nimmt den nur noch aus dieser Box hinaus, packt den gleich in eine Schachtel, in einen Versandkarton. Das Versandstück läuft weiter auf der Fördertechnik, wird automatisiert geschlossen. Wir haben dort überall eine Messanlage drumherum, wo dann ja, das Packstück auf das niedrigste Volumen reduziert wird, um dahingehend auch Kosten zu sparen und um halt so effizient wie möglich zu arbeiten und parallel dazu natürlich aber auch den Mitarbeitereinsatz so gering wie möglich zu halten. Und ja, das war mein letzter großer Bestandteil gewesen, dass ich dahingehend eine sehr große Rolle in diesem Projekt eingenommen habe. Und auch das war natürlich eine echt mega coole Challenge, auch eine coole Herausforderung und Erfahrung, weil nicht jeder ist so Bestandteil in einem 20-Millionen-Projekt, sage ich mal. Das ist halt echt, ja, cool. War schon cool gewesen. Umso glücklicher sind wir, dass wir einen Profi mit Praxiserfahrung im Trainerteam haben. Sehr geil. Ja, also wir haben jetzt ein bisschen über Industriemeister Logistik gesprochen. Das war jetzt Theorie. Wenn du Bock hast, jetzt in die Praxis zu gehen, das heißt, du möchtest das Ganze praktisch lernen, du hast Bock, Fähigkeiten, Führungsfähigkeiten zu lernen und dann deine Karriere im Logistikbereich zu starten, melde dich bei uns, trag dich ins Kontaktformular ein und vielleicht sehen wir uns bald im Unterricht. Bis zum nächsten Video.